und herzlich willkommen zum Gold Transfer Talk. Wir reden auch in dieser Woche wieder über drei Transferthemen. Und mit wir meine ich natürlich wie immer Sebastian Mittag, Gold-Chefredakteur, und mich selbst, Patricia Seibert. Wir haben aber auch wieder einen Gast dabei, und das ist in dieser Woche Filippo Cataldo. Er ist Spox-Chefredakteur. Hi Filippo, schön, dass du da bist. Hallo in die Runde. Hi, hi. Ich würde sagen, wir gehen direkt steil rein und wir starten beim FC Bayern. Und zwar bei einem ganz bestimmten Spieler. Er hat am Wochenende 2 Tore gegen Augsburg geschossen. Die Rede ist von Benjamin Pavard. Und sein Vertrag läuft ja schon im Sommer aus, also im Sommer 2024. Das bedeutet, die Bayern haben in diesem Sommer nochmal Zeit, Geld für ihn zu bekommen, wenn er denn nicht verlängern möchte. Ja, das muss man sich jetzt überlegen. Filippo, was sind denn die Optionen, die Pavard aktuell hat? Ich glaube, du hast das schon ganz richtig gesagt. Momentan geht's tatsächlich. Die Frage ist, möchte Pavard verlängern? Also die Bayern wollen auf jeden Fall verlängern. Ich glaube, die Bayern hätten auch auf jeden Fall verlängern wollen, auch wenn Pavard jetzt nicht so gut in Form gewesen wäre, wie er es gerade ist. Und es geht tatsächlich um Pavard. Pavard selbst soll im Herbst eigentlich für sich schon die Entscheidung getroffen haben, dass er geht, weil er jetzt im vierten Jahr in München ist, so richtig, also konnte schon überzeugen, war eigentlich auch fast immer Stammspieler, aber eben sehr oft auf der rechten Seite, auch auf der rechten Seite in der Viererkette, was er gar nicht so gern mag. Pavard selber sieht sich ja auch eher als Innenverteidiger, wo ich aber sage, in der Zweier-Innenverteidigung gibt es Gründe, dass er da relativ selten gespielt hat. Jetzt in der Dreier-Innenverteidigung sieht es anders aus. Ja, und im Endeffekt geht es um ihn, und das muss er sich jetzt genau überlegen, ob er praktisch jetzt nach 2019 kam er nach München, ob er nach 4 Jahren München noch mal was anderes machen möchte oder nicht. Ich könnte beides verstehen. Also ihm ging es zum Beispiel während der Pandemie ging es ihm ja nicht so gut, das hat er ja auch schon erzählt. Dann war er eben nie so richtig positiv gesehen komplett. Es wurden immer, Bayern hat laufend neue Verteidiger gekauft, was aber natürlich dann auch für ihn spricht, dass er sich auch immer durchgesetzt hat. Aus Bayern-Sicht klar, die müssen verlängern. Aus Pavard-Sicht könnte ich beides verstehen. Und wird spannend. Wir haben ja jetzt die Sicht von Pavard dargelegt bekommen von Filippo. Aber was sollen denn die Bayern machen? Sebastian, hast du da eine Idee? Verlängern, verkaufen? Was würdest du empfehlen? Die Bayern wären sehr gut beraten, wenn sie mit Benjamin Pavard schnell verlängern würden. Man muss ja sehen, er ist ein polyvalenter Spieler, er ist französischer Nationalspieler und er kennt den Verein. Wenn man jetzt einen Spieler mit ähnlichen Qualitäten holen wollte, dann müsste man viel mehr Geld bezahlen auf dem freien Markt, als die Vertragsverlängerung mit Pavard kosten würde. Das heißt, von Bayern-Seite wären sie sehr gut bedient, das so zu machen. Klar, Pavard sieht sich jetzt in einer sehr guten Verhandlungsposition. Die Leistung in den letzten Spielen war sehr gut. Jetzt gegen Augsburg hat er auch doppelt getroffen. Das sorgt für Aufmerksamkeit. Aber die dürfen sich aber nicht verpokern, die Pavard-Seite. Weil man muss auch sehen, Lucas Hernandez wird bald wieder fit nach langer Verletzung. Und der wäre dann natürlich auch eine Option in der neuen Dreierkette, die Nagelsmann immer spielt. Also die Besetzung da hinten drin könnte auch heißen Upamecano, Hernandez und De Ligt, und dann würde Pavard auch wieder auf der Bank setzen. Das heißt, ganz so hoch dürfte man die Erwartungen dann doch nicht schrauben, was auch das Gehalt angeht. Und dann könnte es natürlich auch sein, dass man dann doch sagt, okay, vielleicht verkauft man ihn dann doch und sucht sich nochmal einen Ersatz. Spinnen wir die Geschichte mal weiter. Du hast es schon angesprochen, vielleicht verkauft man ihn ja doch, wenn man ihn denn verkaufen würde. Was glaubt ihr, wer wären denn mögliche Optionen als Ersatz für Pavard? Habt ihr da schon vielleicht den ein oder anderen Spieler auf dem Zettel? Also ich meine, es gibt keine, also zumindest habe ich von keinem konkreten Gerücht gehört. Aber wenn man jetzt mal Scout spielt, dann und du davon ausgehst, Bayern ist natürlich bereit, Geld auszugeben, aber jetzt nicht super viel, weil sie jetzt in den vergangenen Jahren immer sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben für Verteidiger, und ich, damit steht erstmal ein Stürmer an. Musst du irgendwo schauen, okay, wer spielt denn gut in der Champions League, wer könnte denn vielleicht für 40 Millionen kommen, 40, 45 Millionen, und wer ist auch vor allem entwicklungsfähig? Und ich sehe im Endeffekt bei Benfica
Antonio Silva, der ist 19, den hat Robert Schmidt entdeckt, der ist 19, ist ein Riesentalent, es kann super Spiel aufbauen, ist kurz vor Spiel sehr stark. Also das wäre wirklich ein Innenverteidiger, den ich gerne auch regelmäßig auf dem höheren Niveau sehen würde. Und ich glaube auch nicht, dass der allzu lange noch bei Benfica bleiben sollte. Da ist Real angeblich auch schon dran. Aber das wäre vielleicht ein Spieler, der könnte für 40, 45 Millionen jetzt noch gehen. Ja, dann gibt's natürlich den gerade besten Verteidiger der Welt laut seines Trainers, Min-jae Kim von Napoli, 26 Jahre alt, Südkoreaner, Spitzname Monster, und das trifft's auch, also das ist, der kann halt alles, aber der wird, Thema werden wir wahrscheinlich heute auch nochmal haben, der wird teuer. Und wenn du so sagst, okay, du brauchst jetzt einen Backup-Innenverteidiger, weil eigentlich vertraust du drauf, du hast deine drei, und Nagelsmann sagt, ja gut, wenn sich einer von den dreien verletzt, dann kann ich auch immer noch den Sanisic bringen. Und dann sagst du vielleicht, du willst einen Deutschen ausprobieren, dann könnte man auch über Malik Thiaw nachdenken von Milan. Wird bald Nationalspieler wahrscheinlich. Ist bei Milan auf dem aufsteigenden Ast. Und der kann sich auch noch entwickeln. Ja, danke, dass du für uns Scout gespielt hast. Da hast du ja jetzt einige Optionen genannt, aber einige Optionen hat auch Real Madrid im Sommer, denn die werden vermutlich ordentlich einkaufen und es geistern ja jetzt schon einige Namen durch die Medien, aber vor allem sind sie wohl interessiert an Jude Bellingham vom BVB. Filippo, Bellingham zu Real, könnte das Sinn ergeben? Also Bellingham würde jeder Mannschaft helfen auf dem Niveau. Und dass er, glaube ich, dass er vom BVB weggehen wird, auch wenn es jetzt zuletzt andere Stimmen gab, ist für mich ausgemacht. Also ich sehe den nicht nochmal eine Saison beim BVB. Ich sehe aber, dass gerade Real unfassbar viele, auch junge, sehr, sehr gute zentrale Mittelfeldspieler hat. Mit Fede Valverde, mit Tchouameni, mit Camavinga. Und dann hast du halt immer noch Kroos und Modric. Also da hast du da schon fünf Mittelfeldspieler auf Weltklasse-Niveau. Jetzt laufen Verträge von Modric und Kroos aus. Ich glaube, bei Modric könnte es tatsächlich vorbeigehen. Bei Kroos bin ich mir noch nicht so sicher. Der hat jetzt ein 400. Spiel gemacht. Da können noch welche dazukommen. Aber ich glaube einfach, die haben zu viele, zu gute Spieler da in dem zentralen Mittelfeld. Weswegen ich weiterhin bei Bellingham auf Liverpool tippen würde. Ja, im Mittelfeld ist Real Madrid vielleicht auf der Suche, aber auf jeden Fall ist Real Madrid auch im Sturm auf der Suche nach einem Benzema-Nachfolger. Und da stehen auch große Namen auf der Wunschliste, wie zum Beispiel Haaland oder auch Mbappé. Sebastian, was machen wir denn damit? Ja, erstmal dürfen wir nicht vergessen, dass Real Madrid jetzt wirklich vor einem Sprung in eine neue Dimension steht. Die bauen das Bernabeu-Stadion komplett um. Das wird ein riesiger neuer Komplex mit Museum und so weiter. Also viele sagen schon, das wird sozusagen das Disneyland des Fußballs. Und wenn du ein Disneyland aufmachst, dann brauchst du auch eine Mickey Mouse, dann brauchst du auch einen Donald Duck, also eine Attraktion, mit der du die Leute da reinholst. Und das könnten halt die beiden Stürmer sein. Mbappé sollte letztes Jahr schon die Attraktion werden, hat dann Real Madrid ausgepokert. Die Mbappé-Seite, vor allem die Mbappé-Mutter, hat das hohe Angebot von Real Madrid genutzt, um dann den Preis bei PSG hochzutreiben, um da echt einen Wahnsinnsvertrag rauszuholen. Und das hat Real Madrid schon verletzt. Da ist man dann schon stolzer Spanier, um dann zu sagen, okay, sowas lassen wir nicht mit uns machen. Es gibt jetzt aber einen Bericht von der AS, die da ja sehr nah dran sind bei Real Madrid, die sagen, okay, Real Madrid könnte sich nochmal über Mbappé Gedanken machen, wenn er denn öffentlich eine Entschuldigung abgibt, eine Entschuldigung bei den Fans, eine Entschuldigung beim Verein, dass er sich damals so entschieden hat, und dann würde man sagen, Schwamm drüber und jetzt kann er zu uns kommen. Es soll gleichzeitig auch eine Klausel geben im neuen Vertrag bei PSG, dass die Mbappé ermöglichen könnte, ablösefrei angeblich zu gehen jetzt im nächsten Sommer. Und da wäre Real dann natürlich schon, wenn es diese Entschuldigung gibt, der erste Kandidat. Und natürlich würde das ein teures Gesamtpaket werden, aber man würde sich die Ablösesumme sparen. Und man hat damals einfach Mbappé als den Wunschspieler ausgemacht. Und darum kann ich mir schon vorstellen, dass man da nochmal in die Verhandlung geht. Erst recht mit dem Hintergrund, was Mbappé jetzt wieder erlebt hat in der Champions League mit PSG. Der merkt ja auch, dass es da irgendwie nichts zu gewinnen gibt. Also kann ich mir das sehr gut vorstellen. Der zweite Name ist Haaland. Den hat man, glaube
glaube ich, letztes Jahr so ein bisschen links liegen lassen, weil man sich so sehr auf Mbappé konzentriert hat, dass man die Chance hat verstreichen lassen. Jetzt ist Haaland zu Manchester City gegangen und das läuft ja für ihn da blendend. Das ist der Ex-Verein seines Vaters, der hat da auch irgendwie eine Verbindung dazu. Die Tore, die er schießt, sehen wir da in jedem Spiel, also er fühlt sich da wohl. Ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass Haaland jetzt nach einem Jahr dann nochmal zu Real geht. Aber es gibt eben diesen Bericht, dass Real im Sommer auch nochmal bei City nachfragen will und da mal nachhören will, wie hoch denn die Ablösevorstellungen wären. Und wenn City dann sagt, naja, vielleicht so für 150 Millionen kann man ihn haben, dann würden sie sich das auch überlegen. Aber ich denke, der würde viel, viel teurer werden und ich denke nicht, dass bei Manchester City jemand ernsthaft darüber nachdenkt, jetzt Haaland zu verkaufen. Im Endeffekt ist es doch so eine komplette Auf-Wieder-Vorlage. Also eigentlich passiert doch bei Real gerade genau das, jetzt genau das, was wir, worüber wir letztes Jahr genau um die Zeit auch schon gesprochen haben. Im Endeffekt, Real, man weiß, Real hat über die letzten Jahre relativ viel Geld angespart, weil sie eben vergleichsweise wenige Transfers getätigt haben, weil sie unbedingt Mbappé kaufen wollten. Das hat nicht geklappt, weil es Mbappé einfach sie komplett, ja, verarscht hat oder Mbappé-Familie, völlig egal. Ich weiß es nicht. Ich meine, das Problem ist natürlich, das ist halt, die haben den halt, das ist ihr Wunschstürmer. Und auch Mbappé hat Real immer als seinen Wunschverein bezeichnet. Also ich glaube schon, dass es irgendwann dazu kommen wird. Ob es in diesem Sommer sein wird, ist die Frage. Aber auch sowas wie öffentliche Entschuldigung und so weiter. Mein Gott, also ja, dann soll er es halt machen. Haaland sehe ich nicht. Also Haaland sehe ich überhaupt nicht. Das ist irgendwie, also ich jetzt unabhängig davon, wie sie jetzt diese Saison in der Champions League abschneiden, wobei ich diese Saison sogar City tatsächlich höher einschätze als Real, auch wenn es natürlich der Real-Wettbewerb ist. Aber na, es gibt überhaupt keinen Grund. Also wenn er sich einmal für City entschieden hat, in Klammern, ich hätte es gar nicht erst gemacht, aber wenn er sich jetzt einmal dafür entschieden hat, und es dort erfolgreich ist. Also wieso sollte er dann nach einem Jahr wieder gehen? Zumal sie werden nicht Meister und ich glaube schon, dass er auch gerne mal so einen nationalen Meistertitel gewinnen würde, erstmal. Insofern da nochmal Meister werden, danach nochmal ein Jahr bleiben und dann vielleicht kann man immer noch über Real nachdenken. Ich kann mir auch vorstellen, dass Real, also wir haben ja letztes Jahr auch schon gesagt, Real braucht unbedingt einen Stürmer, weil da Benzema nicht so gut in Form war. Dann am Ende haben sie keinen Stürmer gekauft und läuft auch okay. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie dann eher, wenn das jetzt mit Mbappé nicht klappen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dass sie dann auch nochmal eine Übergangssaison einlegen mit einem anderen Stürmer, der vielleicht nicht ganz so teuer ist, aber eben auch ein paar Tore verspricht. Also wir fassen mal zusammen, Haaland eher nicht, Mbappé vielleicht, aber ich würde gern beim Thema Stürmer bleiben und einen kleinen Abstecher nach Italien machen, denn da spielt gerade Victor Osimhen bei der SSC Neapel und ist einer der begehrtesten Stürmer Europas und Napoli will wohl richtig, richtig viel Kohle für ihn, also 150 Millionen Euro wurden wohl aufgerufen. Sebastian, der trifft zurzeit ja alles, wie stark ist er wirklich und wo könnte er am Ende landen, hingehen? Was denkst du? Victor Osimhen ist ein sehr, sehr starker Stürmer. Der hat unglaubliche Zahlen dieses Jahr in Neapel. Also in 27 Spielen, 26 Torbeteiligungen. Und man muss halt sagen, der ist ein richtiger Knipser, weil darunter waren nur 4 Vorlagen. Der Rest ist alles Tore. Also der weiß, wo das Tor steht, ist ein Mittelstürmer. Und genau diese Spieler sind ja super begehrt auf dem internationalen Markt. Also da streckt jetzt jeder die Finger danach aus. Es sind ja wieder die typischen Kandidaten. Wer will ihn? PSG, wie immer möchte man sagen. Chelsea, wie immer möchte man sagen. Und dann eben Manchester United, die ja immer latent auch auf Stürmersuche sind. Und es gibt auch Gerüchte um Manchester City. Und da sind wir dann letztlich wieder bei Haaland. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so gut vorstellen, weil was wollen die mit noch so einem Stürmer? Also ein Duo Haaland-Osimhen wäre schon wirklich furchteinflößend, aber würde taktisch wahrscheinlich auch Probleme mit sich bringen. Dann würden wir wahrscheinlich nächste Woche oder irgendwann mal wieder eine Sendung über Alvarez machen, weil der würde ja dann sicher frei werden für irgendein anderes Team. Also Osimhen zu Man City kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, auch wenn sie ihn sich leisten können. Aber
er hat ja schon gesagt, er kann sich die Premier League vorstellen oder würde gerne mal in der Premier League vorstellen. Und dann riecht es für mich am meisten eigentlich nach Manchester United oder Chelsea macht wieder verrückte Dinge. Es ist ja, Osimhen ist ja jetzt kein Stürmer, der aus dem Nichts kommt. Ich meine, der ist jetzt seit 3 Jahren bei Napoli und hat immer getroffen. Und eigentlich trifft er, seit er ein Teenager ist, immer zweistellig. Also der, bis auf dieses halbe Jahr in Wolfsburg, zugegeben, da hatte er aber auch Malaria, war sehr jung, erste Station außerhalb der Heimat, und dann auch noch, vielleicht ist auch Wolfsburg nicht das richtige Pflaster, um so die erste Station zu haben, wenn man so rauskommt aus dem Jugendfußball und nicht aus Europa kommt. Aber schwamm drüber, er hat vor Wolfsburg immer getroffen, er hat nach Wolfsburg immer getroffen, und ich kann, also als ich letztens gelesen habe, dass Aurelio De Laurentiis, das ist der Präsident von der SSC Neapel und auch der Eigentümer, dass der so gesagt haben soll, ja, unter 150 Millionen geht bei dem nichts. Das klingt natürlich erstmal gaga. Andererseits, Napoli hat eben 75 Millionen für den gezahlt vor 3 Jahren. Und Osimhen ist immer noch erst 24. Und er ist sicherlich nicht schlechter geworden in diesen letzten 3 Jahren, im Gegenteil. Das heißt, den jetzt abzugeben für eine Summe um die 90 Millionen, was er United geboten haben soll, und das ist auch das, was angeblich auch Bayern sich mal überlegt hat, ob der vielleicht einer wäre, wenn jetzt mit Kane nicht klappt und so weiter, wäre aus Napolis Sicht totaler Wahnsinn, totaler Unsinn. Also wieso sollten sie das machen? Napoli wird Meister in Italien, in der Champions League sind sie richtig weit. Sie werden nächstes Jahr auch wieder sicher Champions League spielen. Ich sehe jetzt auch nicht, dass die Mannschaft komplett auseinanderfallen müsste. Sie haben keinen Verkaufsdruck bei keinem der guten Spieler. Die kamen ja auch, sehr viele kamen erst diesen Sommer. Das heißt nicht, dass Osimhen nächste Saison garantiert noch bei Napoli spielen wird, aber der ist eben sicherlich nicht unter 120 Millionen zu bekommen. So, und dann ist wirklich die Frage, wer macht eben diese verrückten Dinge? Chelsea sicherlich, aber ob er jetzt wirklich zu Chelsea will, eine Mannschaft, die gerade auf Platz 10 steht in der Premier League, wo du eben nicht Champions League spielen wirst nächste Saison, weiß ich nicht. Zumal man auch nicht vergessen darf, spielt auf dem Niveau nicht unbedingt eine Rolle, aber vielleicht auch doch so ein bisschen. Osimhen ist so ein Spielertyp, für mich ist das so die perfekte Mischung aus Lukaku und Lewandowski. Und Lukaku und Chelsea hat nicht funktioniert. Und es hat sicherlich nicht nur nicht funktioniert, weil da persönliche Gründe waren, sondern es liegt manchmal auch am Spielstil. Klar, jetzt ist auch anderer Trainer da und so weiter. Aber vielleicht steckt es dann so ein Spiel auch so ein bisschen ab. So, und am Ende bleibt dann wirklich United. Ja, was ich mir sicherlich vorstellen könnte, was sicherlich auch interessant und spannend wäre. Der Spieler möchte nach England, das hat er schon gesagt, nach Italien. PSG, weiß ich nicht, sehe ich nicht, könnte er wahrscheinlich auch. Er zeigt jetzt bei Napoli, dass er mit Quaradona hat er ja auch jemanden, also der auch nach vorne drängt, also der scheut sich jetzt nicht, er hat kein Problem damit, wenn da jetzt andere Stürmerstars neben ihm sind. Ja, und City, wie Sebastian gesagt hat, solange da Haaland ist, wird er ganz sicherlich nicht zu City gehen. Und Pep, also es ist ja schon fast ein Wunder, dass Pep es geschafft hat, ein Stürmer wie Haaland zu integrieren und eben auch gut zu integrieren. Ich glaube, so verrückt und so ambitioniert ist Pep Guardiola nicht, dass er mit 2 Stoßstürmern nächste Saison spielen wird. Dafür liebt er seine Mittelfeldspieler viel zu sehr. Ja, du hast es ja schon gesagt, unter 120 Millionen Euro wird Napoli da wahrscheinlich gar nicht so viel anbieten wollen, was ja auch klar ist bei so einem Stürmer. Wir haben aber eben ja auch schon über Real Madrid geredet, die ja auch auf Stürmersuche sind. Vielleicht mischen die sich ja noch ins Rennen mit ein. Wer weiß, leisten können sie sich's auf jeden Fall. So viele Vereine gibt's ja nicht, die so eine hohe Summe aufrufen können und sich mal eben so einen Osimhen kaufen könnten. Ich glaube, wir werden's in der Zukunft erfahren. Jetzt ist ja noch nichts fest und jetzt genießen wir erstmal alle Spieler bei ihren aktuellen Vereinen und machen Schluss für heute, würde ich sagen. Vielen Dank, Filippo, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast, mit uns über diverse Themen zu quatschen. Sehr gerne. Und danke auch dir, Sebastian, wie immer.
sehr schön gewesen. Ihr könnt uns natürlich auch hören, also überall, wo es Podcasts gibt, falls ihr uns nur auf die Ohren haben wollt. Und ja, ansonsten schreibt uns doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wird Pavard bei den Bayern verlängern? Wer holt sich Osimhen? Und wer landet am Ende bei Real Madrid? Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, wir sehen uns dann bald wieder bei dem Transfer-Talk. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.